Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dem nächsten The Elder Scrolls Legends Part. Und ich habe mir ein neues Deck erstellt und dieses wunderbare Deck testen wir jetzt einfach mal, indem wir ein stinknormales Spiel suchen. Das ist ein Willenskraft-Ausdauer-Deck, was ich jetzt einfach mal random erstellt habe. Wahrscheinlich wird es genauso schlecht wie das andere Deck, das wir bis jetzt hatten. Aber ich meine mal, warum nicht mal was testen? Warum nicht mal was riskieren? Und ja, hier noch eine kleine Zwischeninformation zwischen rein. Ich habe noch keinen Key für die Quent Beta bekommen. Ja, wenn ich mich jetzt ganz recht entsinne, eigentlich schon seit September laufen sollte. Und ich bin mal gespannt, auf jeden Fall. Weil ich bin mal gespannt, ob ich da noch einen Key bekomme oder auch nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, weil ich ja Realist bin, obwohl ich auch Optimist bin, ja, Wir dass ich sind keinen Key so mehr lange bekommen werde bereit. dafür. Vielleicht wird es ja dann für die Open Beta klappen. Und ja, wir schauen uns das erstmal so an. Was haben wir denn hier? Das war doch der Boy, genau, der Entzug, den silenzen wir gleich mal. Dass uns das nicht auf den Sack geht. Und wir haben halt kein wirkliches Monster da, darum müssen wir uns mal diesen einen Damage über uns ergehen lassen. Er hat auch ein ähnliches Deck wie ich, möchte ich mal behaupten. Leider hatte er etwas mehr Glück, was Mission seine gemacht. Starthand angeht, Klingt ja. das nicht Weil er hat wenigstens gefährlich? schon ein Monster und ich halt nicht. Was ist natürlich nicht so cool ist. Wir fesseln den Boy hier mal. Ja. Das wird eine ziemlich komische Runde, weil, ja, dieser Gay Club Manager, dummster Name EOS, ja, ich weiß noch nicht. Normalerweise, ich habe auch Monster drin, ja, keine Sorge. mal schauen. Genaret! Es, Geister, leck mir am Arsch, das ist beiseite jetzt euch! schon ganz Zieht schlecht. euch zurück oder sterbt! Kann ich eigentlich schon. Kann ich schon wegdrone das Game hier? Oh, ich bin zu dämlich. Oh, ich bin so dumm. Aber wohl, nächste Runde können wir was machen damit. Ganz vergessen, dass die Karte auch einen aktiven Effekt hat. Wenn man halt doppelt gesilenced, was ja kein, ja, was nicht effektiv ist oder was überhaupt auch gar nicht geht. Das juckt ja mal nicht. Ja. Das juckt ja mal nicht, hätte ich mal gesagt. So. So. Ich denke, ich mache mal rechts das Fallgitter hin, was eine ziemlich brutale Karte meines Erachtens ist. Eher Silence die Karte, warum auch immer. Eure Befehle. Zieht Das euch tut weh. zurück oder sterbt! Muss die Unterstützungskarte wegmachen. Ja, das wird mich wahrscheinlich früher oder später noch meinen Kopf kosten, dass ich es nach links gemacht habe. Rechts wäre intelligenter gewesen, aber selbst da hätte es nur zwei Runden gehalten und da ich immer noch kein Monster habe, außer die lauernde Mumie, welche auch ein Wächter ist, lohnt sich das vorerst mal nicht. So, das Spiel ist eigentlich schon lost, Jungs. Das ist, die haben ja way too much Damage auf jeden Fall. Viel zu viel Schaden für uns. Zu Befehl. Zieht euch zurück oder sterbt! So, jetzt können wir ein bisschen hantieren. Aber auch nicht viel. Wir kommen halt recht so viel Damage reingeschissen. Als 12 Schaden. Eigentlich mal lang. Also die Runde ist Lost Boys. Ich habe auch nichts vom Deck, was das clearen könnte. Ah, nee, das ist Ab in die Lost. Bresche! Was ist Lost Boys? Zieht euch zurück oder sterbt! Ich höre und gehorche! Ah. Zu Befehl! Das war eine spannende Jagd. Ich schiebe Wache. Gemeinsam für Reach!
Wir sind zu allem bereit. Ah, Game ist los. Wir können auch gleich aufgehen, aber wir lassen es mal so stehen. Wir sind arg viel Unluck gehabt jetzt. Warte auf Befehle. Ziemlich Unluck hier gewesen. Oh mein Gott, bekommt er jetzt viel Damage rein. 11. 11, 11. Das ist so eine starke Karte eigentlich. Was bei diesem Spiel noch wirklich fehlt, ich meine natürlich, es ist immer noch eine Beta, ist dieses Balancing von manchen Karten. Ich möchte nicht sagen, dass viele Karten unbalanced sind oder generell jetzt irgendwas verbesserungswürdig wäre. Aber, ja, manches sollte man nochmal überdenken, ob das wirklich Sinn macht. Natürlich, man hat jetzt nicht jede Karte in jedem Deck drin, alleine schon, weil es diese Attribute gibt und dieses ganze System dahinter. Ja. Dennoch ist es manchmal etwas komisch, wie schnell man doch viel Schaden ausrichten kann. Natürlich ist es nicht anders wie bei Hearthstone, es gibt immer so diese Decks, die halt darauf ausgelegt sind, dass man schnell Face gehen kann oder ziemlich schnell oder ziemlich viel Sustain hat. Ja. Das ist nichts Neues. Ist ja, dumm gesagt, auch nur eine mehr oder minder Kopie, ja, von Hearthstone. Das hat man auch auf der Gamescom das ein oder andere Mal zu hören bekommen, dass der Elder Scrolls Legends eigentlich nichts anderes als Hearthstone ist. Zwar ein bisschen anspruchsvoller, weil es halt zwei Lanes gibt, auf die man achten muss, aber sonst eigentlich auch nicht. Und es ist ja nicht ganz falsch und so weiter und so fort. Das hatte ich ja auch nie behauptet, zum Beispiel. Es spielt sich halt einfach besser. Bei Hearthstone hatte ich halt wirklich dieses, hey, du musst halt zahlen, dass du irgendwas irgendwann mal in naher Zukunft erreichen kannst, ja, dass du gute Karten bekommst. Und hier habe ich das Gefühl einfach noch nicht. Ich sage erstmal mal noch nicht, weil das Gefühl kann natürlich auch schneller kommen als gewollt, sage ich mal. Ja, also da darf man jetzt auch nicht so, oh mein Gott. Ehre sei mit euch. Mögen helle Monde euren Weg erleuchten. Ich schiebe Wache. Wir können so hochbuffen, ne? Also klar, wir haben nachher vielleicht 14 Rüstung, wenn ich das mache. Aber ich denke mal nicht, dass ich's mache. Ich schiebe Wache. Oh, gleich Cut. Das ist so gut, da passiert einfach nichts. So. Ja, mache ich jetzt nichts Sinnvolles, aber machen wir einfach mal weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe dieses Gefühl noch nicht, irgendwas kaufen zu müssen, dass ich wirklich safe bin, dass ich jetzt hier besser werden im Spiel oder einfach mehr Möglichkeiten habe. Es ist halt einfach, es spielt sich meiner Meinung nach besser. Im Sinne von, ich weiß, über was das Spiel geht. Ich kenne die Lore des ein oder anderen der Elder Scrolls. Man sieht Karten oder man sieht generell Figuren oder sogar auch Rassen, ja, die man halt schon mal kennt, sag ich mal. Und das ist halt das Tolle, finde ich, an diesem Spiel. Einfach zu sagen, ja, ich weiß jetzt, aha, Argonia ist eine Rasse, ja, die hat Schuppen, ist halt voll cool und so. Das weiß ich. Wisst ihr, was ich meine? Bei Hearthstone war es halt so, ah, okay, cool. Ich musste mich halt erstmal komplett wirklich etwas reinarbeiten, möchte ich mal behaupten. Das hat mich ziemlich genervt, weil irgendwie hatte ich da einfach keinen Bock drauf, mich reinzuarbeiten. Ja. Weiß nicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt schauen wir mal. Die Karten stehen gar nicht mal so schlecht. Ich weiß halt noch nicht, was er gespielt hat. Er weiß, dass es nichts bringt, wenn er mit seinem rechten Bubi darauf angreift. Er macht das, was ich auch getan hätte. Tatsächlich. Er ist die Karte zerstört, die Entzug hat. Ja, Entzug ist also, dass ihr, ja, ich klau dem Boy Leben und bekomme selbst Leben.
Crafty. Ich war gerade echt, aber die Möglichkeit hat, mit dem Boy den hier platt zu machen. Wenn ja, dann hätte ich das auf ihn spielen sollen. Ach, halt dein Maul. Muss nur lang genug durchhalten. Und das tue ich, Gott sei Dank. Also ich werde dann mit meinem verfluchten oder mit meinem tödlichen Drauger werde ich dann hier angreifen. Ja, wisst ihr was, ich habe halt Bezug darauf, ja? Auf Drauger als Art habe ich einfach Bezug darauf. Und das ist das Coole, finde ich, bei diesem Kartenspiel. Natürlich, das Argument werden andere Leute auch bringen, weil ganz verständlich, andere haben halt auch mehr Bezug auf Hearthstone, gegen Blizzard, Warcraft etc. pp. Was ja nicht falsch ist, so sagen. Ja, das wäre genauso. Dauer, wenn er verwendet, Kreaturstück zwingt. So, wir haben keine Karten mehr gerade irgendwie. Wie viele Karten hat der in dem Deck? Ich hatte ja schon mal heute eine Runde gespielt. Da hatte einer insgesamt 65 Karten und du darfst ja eigentlich nur 50 eigentlich haben oder so. Das fand ich nicht cool, das fand ich ziemlich unfair tatsächlich. Same und Schuppe. So. Er wird mit seinem Lowbob angreifen, also einem 2-7er. Oh oh. Ist nicht gut. Game is lost, boys. Ah. Game is lost. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Können wir eigentlich nichts mehr machen tatsächlich gerade. Wow. Ja, das Deck ist nicht perfekt, wie gesagt. Aber es ist halt genauso wie bei Hearthstone. Du brauchst halt dieses Luck, sag ich mal. Dass du sagen kannst, ja, hier, easy, Junge. Oder halt auch, hey, doch nicht easy peasy, Junge. Wie bei uns jetzt. Die Karte bringt mir zum Beispiel nichts jetzt. Hätte mir davor mehr gebracht. Ja, da wird die jetzt getten. Ja, Game ist durch. Ah. Zieht euch zurück oder sterbt! Das war eine spannende Jagd. Ein hart erkämpfter Sieg. So hart erkämpft, Digga, dass ihr einfach mal Luck gehabt. Wir sind zu allem bereit. An seiner Stelle würde ich einfach nur Face gehen, ja. Ein Game Changer? Ist das ein Game Changer? Der Tod ereilt uns alle. Ist das ein Game Changer? Wahrscheinlich nicht. Oh, was soll ich denn silenzen? Ich kann nur den hier silenzen. Eigentlich, der Wächter ist eigentlich eh scheißegal jetzt. Ich hätte den Wächter vielleicht doch silenzen. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Es hätte es gar keinen Unterschied gemacht. Yay, level up.
Stufenbelohnung. Aschid-Bonus. Meister der Diebe. Verbündete Kreaturen mit Dieb haben in jedem Zug einen Extra-Angriff. Ach, ganz solide eigentlich. Upgrade. Wächter der Drehs. Ah ja, ja, was machen wir daraus? Es ist ein Wächter der 3-4 standardgemäß. Peiniger der Drehs. Wenn eine gegnerische Kreatur gefesselt wird, fügst du ihr 3 Schaden zu. Echte andere verbündete Kreaturen sind im Mut gegen Fesseln. Ah. Beides ist nice. Allerdings finde ich halt Wächter ist halt ziemlich nice. Und dazu, dass man dann nicht gefesselt werden kann. Ja, es ist... Natürlich wäre es andere auch besser gewesen, wenn du ein Deck hast mit ziemlich viel Fesseln. Aber normalerweise spiele ich nicht mit Fesseln. Ja. Also hat das für mich jetzt mehr Sinn gemacht. Ehrlich bin. So, ja. Sonst hätte ich das andere tatsächlich genommen, weil es hat sich natürlich auch nicht schlecht angehört, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja komm. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch an diesem wunderbaren Freitagabend. Ja, ich bin heute oder diese Woche generell etwas in Verzug, ja, mit Aufnahmen. Aber nur für Sachen, die jetzt für die Woche noch rauskommen. Im Sinne von, gut, ich habe eigentlich alles vorbereitet, außer der Elder Scrolls Legends, ja, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise mache ich das ja auch immer relativ früh. Das sieht besser aus als letzte, oh ja, das sieht viel besser aus als letzte Runde. So, das sieht viel besser aus als letzte Woche. Letzte Woche. Diese Bäume geben mir Macht. Wir machen gleich mal das. Das ist so. Eigentlich ist es diese Sprecherinnen der Hist oder generell die Argonia-Karten, die einem das maximale Magie kaum eins erhöhen. Es gibt immer. Es ist halt echt nicht schlecht. Ja, weil du hast halt ein Mana mehr. Ein Mana ist ein Mana. Wisst ihr, was ich meine? Ein Mana, das ist... Ihr könnt in der dritten Runde theoretisch Monster mit 5 beschwören, wenn ihr halt die Karten bekommt. Wenn ihr die Karten nicht bekommt, seid ihr sowieso gefickt, ja? Kommt und nehmt eure Strafe entgegen. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Das ist was eine Karte, die habe ich nie gesehen bis jetzt. Sturmangriff. Grünherzritter. Waldelf. Okay. Gemeinsam für Reach. Gib 2 plus 1. Törichte Trockenhaut, Same und Schuppe. Seems to be good, my friend. Lord Purple. 13. Das war nicht intelligent, außer etwas. Okay, ja. Hat oben auch den grünen Arrow gesehen. Oh, Dieb, ey, bitte nicht. Ich schiebe Wache. So. Okay, hat was? Hat 54 Karten noch im Deck und ich dürfte jetzt nur 43 haben. Das ist so komisch. Warum gibt es sowas? Ich habe noch nicht gegoogelt, ja. Aber warum? Warum sollte man mehr Karten haben als der Gegenüber? Das ist nicht fair irgendwie. Gut, der hat jetzt auch noch welche auf der Hand. Aber genau deswegen sind es ja auch mehr, ne? So. Ein Zug. Törichte Trockenhaut. Der. Oh mein Gott, wenn ich da jetzt nichts bekomme, um den links zu killen, da habe ich ein ziemlich großes Problem. Oh. Oh. Kajit ist nicht erfreut. Oh, danke schön. Ja, nice. Ich werde den Hist beschützen. Schkoll, Bruder. Willkommen in den Schatten, törichte Trockenhaut. Törichte Trockenhaut, Mama. So, also, ja, das Deck war jetzt nur mal ein Test, ja. Darum habe ich es auch Fragezeichen genannt. Es ist tatsächlich schlechter als das, das davor war.
Alleine das basiert eigentlich meiner Meinung nach komplett auf Luck. Ja. Was ist das jetzt? Temerare Blitzklaue. Zweimal, das ist nicht stark. Wartet. Vielleicht auch von nicht. Eure schwerfälligen Schritte verraten sie mich tot aus. So, das ist übrigens, was sie letztes Mal angesprochen hat, dass sie eine Karte hat, die eine Animation hat. Also eine GIF. Ja. Finde ich schön, muss ich sagen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, yo, Digga. Ja. Da war ich damals aber Black Ops 2 nicht so wirklich gehypt über die. Die Ausbildung ist verdammt. Zeit zu kämpfen, ziemlich tot aus. Über die animierten. Wie heißen sie denn? Karten, ihr wisst schon, die animierten Background-Karten, ja, von die animierten Titelkarten, ja. Wenn ich so hype von, weil es ja bei MW2 schon animierte Icons gab, also wie heißen sie? Icons. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da war ich ja überhaupt nicht so hype tatsächlich. Mal schauen, was sie jetzt aus dem Modern Warfare Remastered machen, zum Beispiel. Wird ja auch morgen dann noch ein Part kommen, also am Sonntag. So, seid da mal gespannt, Mädels. Oh ja, get wrecked, Bitch. Wir haben tatsächlich leider sogar noch eine Chance, auch wenn diese Chance ziemlich unwahrscheinlich ist. Na, aber mein Chance vorbei. Diesen hier werdet ihr nicht besiegen. Theoretisch, ja. Rein theoretisch. Wenn wir jetzt einen Wächter bekommen, das Tor, dann haben wir eine Chance. Ohne Shit jetzt. Bitte, gib mir den Wächter. Games Lost Boys. Seid verdammt! Das war eine spannende Jagd. Das war eine spannende Jagd, ja. Hätte ich einen Wächter bekommen. Oh mein Gott. Der eine Wächter ist rausgerissen, vielleicht sogar. Ja, wenigstens noch eine Runde, zwei. Naja, ich hoffe, euch hat diese Folge einigermaßen gefallen. Auch wenn wir eigentlich nur geloost haben, ja. Was natürlich auch mal passieren kann. Es ist noch ein luckbasierendes Spiel, egal wie gut oder schlecht das Deck ist. Wir schauen uns nochmal kurz die Karten an, die wir bekommen haben. Welche Seite sind die Karten denn? Hier. Echter, genau. Und das hier. Und wir haben eigentlich nochmal eine bekommen. Nevermind. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Servus, haut rein. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.